Ein Hallo und ein herzliches Willkommen zur 64. Folge der F1 Ultramod-Karriere und zugleich zum 12. Rennwochenende in dieser Saison. Die Formel 1 ist nach Italien gereist, um genau zu sein nach Monza, um das letzte Europarennen in dieser Saison über die Bühne zu bringen. Top-Speed-Strecke, man kennt sie, eine legendäre, traditionelle Strecke. Im vergangenen Jahr konnte Kaufmann dieses Rennen von der Pole-Position aus starten und gewann dieses dann doch eher dominant gegenüber Lewis Hamilton und einem Überraschungspodium mit Pastor Maldonado. In der Fahrer-WM sieht die Sache in dieser Saison eindeutiger aus. Kaufmann hat einen komfortablen Vorsprung auf die beiden Ferrari und beiden Mercedes-Piloten, also in der Fahrer-WM, da wird sich eine Zeit lang nichts tun. Und in der Team-WM, da ist es immerhin aktuell zwischen Ferrari und Red Bull spannend. 10 Punkte trennen diese beiden Mannschaften und dann Mercedes mit 25 Punkten hinter Ferrari. Es könnte besser sein, aber es ist immer noch ein guter Kampf in der Konstrukteurs-WM. Red Bull startet in dieses Wochenende in den freien Trainingssession mit einer Doppel-Bestzeit. Bestzeit für Kaufmann auf 1 und Webber auf der 2. Jedoch dann im Qualifying der Regen und man muss hier immer wieder reinkommen. Wie kommt man zurecht mit den Intermediates, wenn man nur im Trockenen unterwegs war? Kaufmann hat ganze 4 Runden absolviert, bis er zufrieden war und kam dann locker in den nächsten Qualifying-Abschnitt hinein. In Q2 geht es dann darum, wer kommt mit dem harten und wer kommt mit dem weichen Reifensatz weiter, um sich da einen Vorteil zu verschaffen, um in Q3 dann für die Pole Position zu attackieren. Kaufmann, der ist aktuell nur auf dem 15. Platz unterwegs, das geht besser und aktuell nur P13 und es sind jetzt nur noch 3 Minuten zu absolvieren. Mit einer 23.6 katapultiert er sich in die vorübergehende Top 10 Klassifizierung, als da eine gelbe Flagge ausgebrochen ist und da steht Mark Webber, Jenson Button und Daniel Ricciardo. Und der Webber, der ist mir schon vorhin aufgefallen, denn der ist mit Blattfluss umhergeschlichen und wenn wir das jetzt so anschauen, da fliegt einer nach dem anderen raus. Es sind nur noch 9 Autos mit dabei von der Partie, um in Q2 eine Zeit zu setzen. Habe ich so in F1 2013 noch nicht erlebt. Ist mir auch gerade sehr suspekt, was da gerade abgeht. Da waren es nur noch 7 Piloten. Das ist... Die fallen ja aus wie die Fliegen. Es ist ja abartig. Nur 5 Fahrer sind offiziell an dieser Session mit dabei. Kaufmann, der versucht sich noch zu verbessern. Er sagt schon nur auf P8. In Q2, aber ich glaube, mit diesen 5 Fahrern, die hier noch unterwegs sind, könnte das reichen. Er beendet die Session dann trotzdem auf P3 mit einer 23.4 und 36.000stel hinter Mark Webber. Aber was war das jetzt bitte für eine verrückte Session? Da sind ganz schön viele ausgeschieden. Zum Glück kann man sagen, in diesem Spiel sind die Autos dann in Q3 wieder dabei, sonst hätten wir gerade mal ein Top 5 Shoutout gehabt. Aber sei es drum, wir sind in Q3 und Kaufmann setzt eine 23.8, das ist aktuell nur die 10. schnellste Zeit, also der langsamste in den Top 10 und dieser Fehler nach der Variante della Roccia kostet ihm den ersten Run, aber er hat noch einen einzigen Versuch sich zu verbessern. Der erste Sektor gar nicht mal so schlecht, 28.000 langsamer als Rosberg, aber dann nach der zweiten Lesmo der erneute Fehler wieder ins Kiesbett gekommen und er bleibt weiterhin auf dem Gas. 8 Zehntel liegt er hinter Rosberg, auch fast 2 Zehntel langsamer als seine bisherige beste Runde. Jetzt kommt er nochmal weit raus in der Parabolika, kommt über Start und Ziel. Es wird, surprise, surprise, eine kleine Verbesserung von der persönlichen Bestzeit, aber der Pole-Setter vom vergangenen Jahr startet in diesem Jahr nur von Startplatz 10 in dieses Rennen, der WM-Führende mit Problemen. Schon wieder ein Qualifying verkorkst. Er hat schon in Belgien kein gutes Qualifying absolviert. Und jetzt von Startplatz 10 aus in dieses Rennen zu gehen, ist natürlich nicht ideal. Aber da der Red Bull natürlich den Speed hat, auch auf den Geraden, kann ihm Rennigen sicherlich einiges möglich sein.
Wenn die 5 roten Lichter löschen, geht's los zum 12. Rennen in dieser Saison. Und da gingen sie ganz schön schnell aus und die Fahrer sind unterwegs. Webber hat einen super Start erwischt, was wir da sehen konnten. Kaufmann mit einem mäßigen Start zieht neben den Lotus von Kimi Räikkönen. Da hinten kracht schon wieder, da ist der Williams von Felipe Massa involviert. Der hat nur noch einen halben Frontflügel, kann aber weiterfahren. Und Kaufmann, der hat doch noch eine Position gewonnen, ist an Kimi Räikkönen vorbei und ist am Heck von Jensen Button angelangt. Und da geht es jetzt rein in die Variante della Roccia. Das ist eine ganz schön enge Passage. Er muss da die Abkürzung nehmen und da rammen sich die Lotus gegenseitig. Ein Lotus fährt in die Seite des Red Bulls hinein und Räikkönen bzw. Petrov, ich kann nicht genau sagen, wer es war, fährt dann seinen Teamkollegen hinten rein und das bedeutet das Aus für beide Lotus-Piloten. Doppelausfall Lotus, nicht das, was man sich erhofft hat hier in Monza. Das sind herbe Punkte, die man heute gegen McLaren und gegen Force India verlieren wird. In Runde 2 dann die Ernüchterung. Das Safety Car ist draußen, nachdem wir nur noch 17 Fahrer haben, die an dem aktuellen Renngeschehen teilnehmen. Und wir schauen zurück auf diesen Zwischenfall in der Variante della Roccia. Kaufmann verliert die Kontrolle, als er die Abkürzung nimmt durch die della Roccia. Und da sehen wir es nochmal in der Slow Motion. Da nimmt auch der Räikkönen, ich glaube es war Räikkönen, einen ziemlich spitzen Winkel in Angriff, berührt Kaufmann und da kann der Schweizer eigentlich nicht viel machen. Der war ja schon außen und dann wollte er wieder die Innenbahn nehmen. Also aus meiner Sicht könnte man das schon fast als Racing Incident einstufen, aber halt Pech für die beiden Lotus-Piloten. Es gibt keine Strafe und wir machen uns bereit für den Restart. Kaufmann, der ist schon sehr schön aggressiv. Der will sich schon neben Jensen Button setzen. Und jetzt geht es Vollgas durch die Parabolika auf Start und Ziel. Das ganze Curse gebrauchen, das fettige Misch ebenfalls. Und da fliegt er ran an Jensen Button und geht am Briten vorbei. Und saugt sich jetzt auch noch an Ferrari von Sebastian Vettel an. Geht das gut? Kann er den Ferrari attackieren? Jawohl, er kann sie gehen in die erste Schikane hinein. Und Kaufmann übernimmt gleich 2 Positionen nach dem Restart. Da hat er aufgepasst, clever reagiert und ist schon auf die 7. Position nach vorne gestoßen. Safety Car etwa 3 Runden lang draußen geblieben. Konnte man etwas Reifen schon, etwas Benzin sparen, aber Kaufmann entscheidet sich nichtsdestotrotz für den Undercut. Der einzige, der nach Runde 5 in die Boxengasse abgebogen ist. Red Bull ist mal bereit, der Boxenstopp, 3,1 Sekunden, ziemlich der durchschnittliche Richtwert in dieser Saison, was die Boxenstops betrifft, also ein solider Stopp bei Red Bull Racing. Und jetzt mal schauen, was Kaufmann mit diesen frischen, harten Reifen erreichen kann und wie gut er jetzt gegenüber Paul Di Resta performen kann. Denn mit dem Anaka könnte er an Paul Di Resta vorbeiziehen, insofern er eine super Runde hinlegt. Und wir haben jetzt mal einen Blick auf die Boxenausfahrt. Da kommen sie alle raus. Da kommt auch Paul Di Resta heraus. Aber es reicht für Kaufmann. Es reicht, um am Briten oder beziehungsweise am Schotten vorbeizugehen. Und jetzt versucht er es ebenfalls noch gegen Rosberg. Das wird ein bisschen gar eng. Und Rosberg behauptet sich vorübergehend und bleibt vorerst vor Simon Kaufmann. Rosberg, der in der WM nicht allzu groß mitreden kann, ist in den Top 5, aber es fehlt halt ganz schön viel auf den WM-führenden Kaufmann. Und mit einem guten Ergebnis in Monza könnte er doch in der WM vielleicht ein bisschen Boden gut machen. Aber Kaufmann ist ebenfalls richtig schnell unterwegs. Durch die Parabolika hindurch. Es ist ein Dreierkampf zwischen Alonso, Rosberg und Kaufmann. Und sie fahren allesamt jetzt gleich in die erste Schikane hinein. Dürfte die Variante der Retfilio sein, oder wie man es ausspricht. Rosberg ging schon vorbei. Kaufmann saugt sich neben Alonso. Sie gehen Seite an Seite durch die erste Schikane durch. Ganz schön hartes Racing mit dem besseren Ende für den Schweizer. Er geht an Fernando Alonso vorbei.
schön mit anzusehen, das Racing. Haben sie beide ganz schön fair gelöst. Und jetzt hat der Kaufmann schon ordentlichen Vorsprung gegenüber Alonso. Denn die Rest ist ebenfalls am Spanier vorbeigezogen. Und jetzt macht Kaufmann ja auf Nico Rosberg. Und da vor ihm ist Jules Bianchi. Und wiederum da vorne sind dann Webber und Kubica. Also die Podiumsplätze und der Sieg, die sind alle noch in Reichweite. Da ist sicherlich noch einiges drin, um aufs Podium zu kommen oder sogar den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Rosberg geht in Außenrum an Jules Bianchi vorbei. Kaufmann will die Innenbahn und Kaufmann und Rosberg gehen beide an Jules Bianchi in der Kurve 14 vorbei. Bevor sie in die Parabolik eingebogen sind, war der Kaufmann und der Rosberg schon vorbei. Das war ein ganz schön ansehnliches Überholmanöver. Und jetzt macht der Kaufmann Jagd auf Rosberg und er fliegt mit dem Geschwindigkeitsüberschuss durch das DRS und den Windschatten und Kers vorbei und ist schon auf dem Podium. Der Mann hat in Monza einen Lauf. Das ist unfassbar, wie gut der in Monza fährt. Man hat schon letzte Saison gesehen, wie dominant er hier um den Kurs gedonnert ist. Und jetzt hat Kubica einen Fehler gemacht im Kampf gegen Mark Webber. Kaufmann sagt Dankeschön. Und wir haben eine Doppelführung von Red Bull Racing. Webber auf 1, Kaufmann auf der 2. Es wäre, wenn ich das richtig sehe, der erste Doppelsieg in diesem Jahr, wenn die Red Bull Crew das zustande bringen kann. Obwohl, nicht, dass ich jetzt irgendeinen Mist verzapfe, ich glaube, aber es ist so. Jawohl, der erste Doppelsieg in dieser Saison von irgendeinem Rennstall wäre das in dieser Saison. Und Kaufmann macht Jagd. Der will hier in Monza gewinnen, wenn er schon von der 10. Position losgefahren ist und aktuell schneller als sein Teamkollege ist. Warum dann nicht auch zeigen, dass er es kann? Wir sind in der letzten Rennrunde und Kaufmann jagt den Australier und sie gehen gleich in die Variante della Roccia hinein. Kaufmann außenrum bremst er sich an Webber vorbei und übernimmt die Führung in der allerletzten Rennrunde. Mann, hat der heute abgeliefert. Der letzte Sieg in dieser Saison war noch in Kanada, also 4 Rennen lang ohne einen einzigen Rennsieg und jetzt ist er wieder da. Er zeigt, dass er verdient WM-Führender ist und baut den Vorsprung auf alle in dieser WM noch einmal aus. Webber, der hat jetzt so hart nachgelassen im Mittelabschnitt. Der hat keine Chance mehr, an Kaufmann ranzukommen und deswegen feiert Kaufmann gleich seinen 16. Karriereerfolg. Hat somit einen mehr als seinen Teamkollege und Simon Kaufmann gewinnt ein weiteres Mal in Monza, der zweite Monza-Sieg in Folge und den hat er sich nach dem heutigen Tag reglich verdient. Er war super schnell und hat dann überholt, wann er überholen musste. Kaufmann gewinnt vor Mark Webber und Nico Rosberg. Jules Bianchi beendet das Rennen auf dem 4., gefolgt von Alonso auf der 5., der die Resta in den letzten paar Runden nochmal bekommen hat. Sebastian Vettel beendet das Rennen auf 7, Button auf 8, Kubica ordentlich zurückgefallen bis auf die 9 und Romain Grosjean holt für Caterham einen Punkt mit. Das dürfte, wenn ich mich jetzt nicht irre, Grosjeans zweiter Punkt der Platzierung dieser Saison sein. Jawohl, nach dem 8. Platz in Monaco auch der 10. Platz in Monza. Und da die ganzen ausgeschiedenen Hamilton, Verne, Ricciardo, Raikön, Petrov, ein rabenschwarzer Tag für Lotus und Silver Bull. Somit hat Kaufmann auf Vettel 60 Punkte Vorsprung, dann 70 auf Alonso, 76 auf Rosberg, 78 auf Kubica. Es ist eine sehr einseitige Angelegenheit geworden jetzt in den letzten paar Rennen. Der Vorsprung wird immer größer und die Frage ist, wer kann diesen Mann überhaupt noch aufhalten? Da müssen schon ganz schön gravierende Fehler passieren, dass diese WM in den letzten Rennen noch einmal richtig spannend werden kann.
Durch den Doppelsieg von Red Bull hat der österreichische Rennstall die Führung in der Konstrukteurswertung wieder übernommen. 17 Punkte vor Ferrari und Mercedes, ja, die lassen etwas nach. 41 Punkte sind jetzt mittlerweile hinter Red Bull Racing. Aber das muss nichts bedeuten. Ein Doppelsieg, ein gutes Ergebnis und das andere Team baut Scheiße und man ist schon wieder da. Force India etabliert sich auf dem vierten Rang. Und es wird wohl zu einer Angelegenheit zwischen den beiden britischen Rennstellen, McLaren, Mercedes und Lotus, um die Plätze 5 und 6. Und KTM ist nun definitiv auf P9, nachdem Grosjean heute einen Punkt mehr geholt hat als das britische Traditionsteam Williams. Ja, was ein Comeback von 10 auf 1. Da darf er sich zu Recht feiern lassen. Und muss sich aktuell absolut keine Sorgen machen, dass ihm irgendjemand diesen Titel streitig machen will. Kaufmann in der Form seines Lebens. Weber gratuliert ihm natürlich noch. Und die ganz große Frage, wie gesagt, wer hält diesen Schweizer in diesem Jahr noch auf? Es sind zwar noch genug Rennen vor uns, es sind noch deren 7 Rennen, die auf uns warten und das nächste Rennen ist ein Startkurs und wir erinnern uns, das letzte Mal, als Kaufmann in einem Startkurs unterwegs war, ist er in der letzten Runde ausgeschieden und hat 0 Punkte mitgenommen. Wer weiß, vielleicht passiert ja dasselbe nochmal in Singapur zu Freuden der Konkurrenz zu Lasten des WM-Leaders. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns da nächste Woche wieder zum großen Preis von Singapur. Bis dahin, habt einen wunderschönen Tag, macht's gut, bis denne und ciao.